Moin Moin und ja, willkommen zurück zu Enshrouded. Ist jetzt eine Woche her, wo ich das letzte Mal gezockt hatte. Aber ich hatte irgendwie wieder Bock gehabt, heute mal einen kurzen Stream zu machen, morgen eventuell auch nochmal. Aber ich hatte einfach Bock zu zocken. Ich hatte irgendwie heute auch keine Ahnung gehabt, was ich noch zocken könnte oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. So. Freddy, ernsthaft jetzt? Jetzt soll ich die Brille wegnehmen? Ah, okay. 5 Minuten, glaube ich, hier. Muss ich jetzt ohne Brille spielen? So, ich mach mal einen Timer. Direkt zu Anfang. Unglaublich. 5 Minuten. Muss ich jetzt ohne Brille spielen? Unglaublich hier. Kann nicht einmal mehr den Chat jetzt vernünftig lesen. Toll. So, was wollte ich jetzt machen? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen will. So, gucken wir erstmal ein Tagebuch. Wir hatten hier auf jeden Fall was Neues in der Werkstatt und beim Schreiner. Ich wünschte, ich könnte erkennen. So, die Dinger sind neu auf jeden Fall. Und hier im Myzel bewachsener Block. Boah, das ist echt schwer gerade zu lesen. Ich hasse dich, Freddy. Ich hasse dich. Ich kann nichts lesen da gerade. Aber immerhin erkenne ich hier. Hier ist ein Wolf. Noch nehmen wir mit. Wie voll ist eigentlich unser Rucksack? Ja, geht. Geht tatsächlich. Ich würde aber eigentlich mal schauen wollen, wenn wir hier auf die Map nochmal gehen. Ob wir hier nicht vielleicht noch irgendwas haben. So, Freddy, ich hasse dich gerade echt. Ich sehe, dass du hier den Chat voll spammst, aber ich kann nichts lesen. So, gibt es hier irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe? Hier, die haben ja einen Haken. Ich will vielleicht nochmal so ein Miasma-Ding suchen. So, was haben wir hier? Südliche Karawane. Hier hätten wir eine Quest. Tischsäge für den Schreiner. Würde ich vielleicht machen wollen. Haben wir hier irgendwo ein Lager gelassen? So. Wir haben hier sehr viele Fragezeichen. Da hinten ist auch noch eins. Was sind das denn? Obeliskenforschung. So. Freddy, ich kann gerade nichts lesen, ja? Bist du für verantwortlich? Wie lange darf ich noch ohne Brille spielen? Ungefähr 2 Minuten. Dann erkunde ich erstmal hier, beziehungsweise ich sehe mir mal an, wo fehlt noch was. Wir haben bisher jetzt eigentlich, glaube ich, alle diese Miasma-Dinger hier, die wir entdeckt hatten, glaube ich, schon abgeschlossen. Kann das sein? Vor allem diese gelben Punkte, dass die jedes Mal, wenn man neu lädt, dass die immer wieder neu da sind. Freddy, ich kann gerade echt nichts lesen. Du mobbst ja richtig, hä? Ich will auf jeden Fall dahin. Tischsäge für den Schreiner. Mal gucken, ob wir dafür schon in der Lage sind. Freddy, du weißt schon, dass das auch auf YouTube kommt, ja? Ich muss mir überlegen, ob ich nicht vielleicht noch ein weiteres Spiel irgendwie anfange oder sowas. Weil, ich sag mal so, ich habe was Gothic 3, Enderal und Morrowind angeht, viel zu viel vorproduziert.
Und... Und irgendwie, ja, Enderal und Morrowind sind ja halt im täglichen Wechsel. Und Enshrouded findet ja auch alle 2 Tage statt. Ob ich nicht einfach irgendwie noch ein anderes Spiel anfange. Oder vielleicht sogar eine Spielereihe. So, Freddy, da du ja gerade im Chat bist, würde ich gleich dich mal fragen wollen. So, wie lange darf ich noch ohne Brille? Ich erkenne es jetzt gerade gar nicht. Das wird aber gleich bimmeln, wenn ich wieder Brille anziehen darf. Es bimmelt. Ich darf die Brille wieder anziehen. So, Freddy. Was ich dich mal fragen wollte. Was hättest du eigentlich Bock, so dass ich auch noch einen Stream mal aufnehme und dann Let's Play? So, extra für YouTube. So. Ah, jetzt sehe ich alles, was du geschrieben hast. Du Arsch. So, Fleisch nehmen wir mit. Ich sag mal so, ich hätte auf jeden Fall, es gibt da schon ein paar Spiele, auf die ich Bock hätte. Also die Tomb Raider Reihe hätte ich auf jeden Fall Bock, irgendwie mal zu machen. Also klar, wahrscheinlich fange ich erstmal mit den moderneren Teilen an, weil die quasi die Ursprungsgeschichte erzählen von Lara Croft. Aber eventuell danach dann hier auch die älteren Teile. Weil ich auch Bock hätte. Oh, aber ja noch mal. Worauf ich auch Bock hätte, Feuerstein, nice. Wäre die Witcher-Reihe. Also Witcher 1 bis 3. Hätte ich auch Bock. Was ich auch am Überlegen war, ist, aber da muss ich ja die Hel fragen, wie das genau funktioniert, so, wäre Medieval Dynasty aber auch dann auf YouTube selber zu streamen. Aber ich glaube, das wäre dann aktuell ein bisschen zu viel des Guten, sage ich jetzt mal. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock, irgendwie noch ein Spiel anzufangen. Oder, was auch eine coole Idee wäre, so weil... Hier, Enshrouded und Palward. Ach so. Wer schießt da auf mich? Der Arsch. Stufe 10, nice. So, weil Enshrouded und Palward. Da ist ja noch einer. So, jetzt haben wir die. Jetzt kann ich zu Ende reden. So, weil Palworld und Enshrouded jetzt ungefähr zur gleichen Zeit anfingen, dass ich vielleicht beides so auch im täglichen Wechsel 16 Uhr auf YouTube immer raushaue. Aber ich weiß nicht, Palworld müsste ich mir dann noch kaufen. Worauf ich auch Bock hätte, wäre die Resident Evil Reihe. Das hatte ich ja mal im Stream angefangen, wollte ich eigentlich aufnehmen für YouTube. Aber irgendwie, es hatte nur bei mir Probleme gemacht. Von der Auflösung her, da ist wieder einer. So. Tischdecke für den Schreiner, erreiche Dornenfeste. Wo? Wo ist der Typ? Da. Da hinten ist er.
wollte eigentlich einen Doppelsprung machen. Ich liebe diesen Doppelsprung, seitdem wir den freigeschaltet haben. So. Es gibt auf jeden Fall einige Spiele, auf die ich Bock hätte. Den Schrein der Flamme habe ich auch noch. Wenn dann Tomb Raider oder Resident Evil. Ja, ich habe wirklich gefühlt nur riesige Welten momentan am Laufen. Das stimmt. Darauf mal vielleicht was Kleines. Ja, ich habe irgendwie Bock, mal wieder was Kleines zu spielen. So kleine Welten, kleine Story, aber dafür gute. So. Wo ich jetzt nicht irgendwie gefühlt 1000 Folgen machen muss. Sag ich jetzt mal. Das sind gerade drei riesige Open-World-Spiele, die ich im Laufen. Ne, vier. Vier riesige Open-World. Das sind ja momentan alle vier Let's Plays, die ich mache. Riesige Open-World-Dinger. Deswegen mal was Kleines wieder. Bioshock Saga hatte ich ja auch schon gemacht. Das waren ja kleine Spiele. Ging schnell zu Ende. Aber die haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Story war mega. Was ich auch Lust hätte, wäre vielleicht mal sowas ähnliches wie Spirit of the North. Habe ich ja auch gespielt gehabt. Von Indie-Entwicklern auch mal zu spielen. Von so kleinen Studios irgendwie. Wenn die was Schönes gemacht haben und so weiter. So eher mehr auch die Kleinen unterstützen. Hier, das ist jetzt alles größtenteils Bethesda. Okay, Piranha Bytes gibt es ja jetzt bald nicht mehr. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oder worauf ich auch Bock hätte, wäre mal so ein Point. Oh, da sind wieder zwei. Vielleicht auch mal irgendwie so ein Point-and-Click-Adventure. Worauf ich auch Bock hätte, wäre auf jeden Fall Deponia die Reihe. Point-and-Click würdest du gerne sehen. Boah, es gibt eigentlich, glaube ich, einige, die gerne Point-and-Click sehen würden, tatsächlich. Telltale, muss ich ehrlich sagen, so Telltale Games, ist irgendwie nicht so meine Spielerichtung. Bisher zumindest. Was so Telltale Games angeht, müsste ich mal schauen. So, da haben wir den Obelisken. Den habe ich vergessen, da hinten einzusammeln. Da wollte ich hin. So, Deponia ist auf jeden Fall in meiner Liste, die ich spielen will. Auch wieder raus. Ich glaube, ich verbrauche gerade viel zu viel meine Axt. Aber hier gibt es eine Truhe. Ich hoffe, mit einer besseren. Nein, Trank der Blut. Brauchen wir nicht. Ja, die Monkey Island Reihe. Die ist auf jeden Fall mega.
Autsch. Monkey Island. So, aber dann auch wirklich von ganz Anfang, ganz alten Retro-Teile davon. Noch. Von den ganz alten Teilen anfangen. Und dann bis zu den neuen Teil vorarbeiten. So ähnlich wie ich das mit fast jedem Spiel mache eigentlich. So. Und für diejenigen, die dann später auf YouTube zuschauen, also ihr könnt auch gerne mal Vorschläge machen, was ihr dann gerne sehen wollt. Sehen wollen würdet. Das erste hier, hi Paschi. Das erste Remake, das Remake vom ersten Monkey Island war dein erstes Let's Play, Freddo? Freddy? Muss ich mal reinschauen, beziehungsweise ich schaue da rein, nachdem ich selber Monkey Island gespielt habe. Weil ich habe den ersten Teil nie gespielt. Beziehungsweise ich habe bisher selber noch keinen Monkey Island Teil gespielt. Aber ich habe die, ich habe ein paar Let's Plays von Gronkh damals mit mir reingezogen gehabt. Zu Monkey Island. Ja, aktuell fühle ich mich danach so wieder zu streamen. Yo, wie viele sind denn hier? Achso, hier steckt einer am Boden fest. Da waren wir ja jetzt. Wo wollt ihr jetzt hin? In die Richtung, weiter nach Norden, ne? Apache, da du jetzt auch da bist. Ja, auch selbe Frage an dich. Hast du irgendwie einen Wunsch für ein Let's Play, ob das im Stream ist oder nur für YouTube? So was, was ich spielen könnte, so was eine kleine Story hat, so, also wirklich Story, kleines Spiel, vielleicht von einem Indie-Entwickler sogar. Ob du auch einen Wunsch hättest in dieser Richtung? Weil ich habe ja Freddy und den Chat und den Zuschauern hier auf YouTube, die dann später zuschauen, schon gesagt gehabt, so, ich habe aktuell viel zu viel vorproduziert und weiß gerade nicht, was ich aufnehmen soll. So abgesehen jetzt von den Shrouded. Aber ich habe momentan viel zu viele große Let's Plays. Und hätte Bock auf jeden Fall irgendwie mal was Kleines zu spielen. Also, was jetzt vom Chat hier gefallen ist, also von Freddy, so Resident Evil, Tomb Raider oder auch Deponia, so Point and Click. Oder auch hier Monkey Island. Aber da freue ich mich eigentlich auch tatsächlich hier, gerade auch von Guybrush, die Story mal selber zu verfolgen. Jo, 3 auf einen Schlag. City Skylines würde ich, wenn, dann im Stream spielen, wenn ich ein Let's Play draus mache, aber das wäre mir wiederum viel zu groß. Weil das kann bis ins Unendliche gehen. Niemandstal. Au. Oh. Hier gibt's wieder was zu leben. Niemandstal. Hier weit bist du noch gar nicht. Kann das sein? Lesen.
Unsere Familie ist ruiniert. Ich habe so lange unermüdlich gearbeitet, bin bis zuletzt geblieben und habe versucht, mich an etwas festzuhalten. Großvater, ich war ein Narr. Ich kann das Haus, das du einst von Hand gebaut hast, nicht retten. Die Dämpfe des Flusses machen den Stein brüchig. Meine Knochen vergehen. Eine tiefe Traurigkeit lebt in mir. Sie haftet an meiner Wirbelsäule, krampft in meinem Brustkorb. Ich muss mich setzen, ausruhen. Nur einen Moment der Ruhe. Doom, ich dachte, Doom wäre irgendwie ein größeres Spiel oder so, oder Spielereihe. Ist das denn klein? Da vorne sehe ich was. Eiskern-Zauberstab. Wow. Stimmt, Prey habe ich sogar auf Epic. Also könnte ich mir, also ich habe auf Epic, das alte und das neue von Prey. Ich hab da beide, also das alte und das neue. Also. So, hier haben wir nochmal eine Tür. Waldlangbogen. So, jetzt müssten wir aber langsam raus aus dem Miasma. Jo, jetzt stecke ich hier fest. Drei Minuten haben wir Zeit, um rauszukommen. Klar, das Neue ist Quark. Da gebe ich dir recht, was Prey angeht. Ich habe das mal angespielt gehabt und irgendwie keinen Bock mehr. Ah, wir sind raus. Endlich. Ich sehe aber gerade auch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Warte, da läuft was Blaues. So, ich hab... Yo, triff ihn nicht. Hör auf zu hauen. Ah, da ist schon das Miasma rot. Da können wir nicht weiter. Wo ist denn das genau? Hier hinten irgendwo, glaube ich. Da hätte ich so oder so irgendwann nicht mehr weitergekonnt. Hatten wir nicht gerade eigentlich noch irgendwie einen Stufenaufstieg gehabt? Warte mal. Muss ich mal kurz schauen. Jo, wir haben wieder drei. In welche Richtung gehen wir? Sprung an dritten Griff könnten wir freischalten. Die Betäubungsleiste eines Gegners wird... Wohl der hier klingt schon interessant. Was ist das hier? Bash. Deine Parade fügt dem Gegner 20 Buchtschaden zu. Fest mal, Fleisch erhöht jetzt die Gesundheit um zusätzlich 15%. Können auch nochmal in Stärke investieren. Was haben wir hier? Turm. Wenn sich drei oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern befinden, erleidest du 10% weniger physischen Schaden. Oder Magieschaden. Dann könnte ich hier nochmal Konstitution und Stärke investieren. Reinigung. Wenn du
einen vom Miasma verstorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, statt so plus 5 Sekunden Miasma Zeit wieder her. Hätte auch was Nützliches. Aber ich würde den hier machen. Der klingt interessant. Yo. Okay, der ist krass. Ah, hier ist die Straße wieder. Und hier nochmal. Der war aber schnell hinüber. So. Jo. Den habe ich nicht gesehen. Aber Kelvins Ruhe? Ja, doch, Kelvins Ruhe kennen wir. Haben wir schon. Wo gab's hier ein Bett? Nehmt trotzdem mal alles mit. Wo hatten wir hier ein Bett? Oder wenn wir uns hier hinstellen? Natürlich. Natürlich hat der Wookie uns gesehen. So, gucken wir noch mal auf der Map. Noch ein bisschen weiter nach Norden. Das heißt, wir müssen an Kelvins Ruhe vorbei. Ich habe jetzt aber keine Lust, noch weiter meinen Dings hier zu verbrauchen. Deswegen renne ich an denen immer einfach durch. Wenn die Stress wollen, können die gerne hinterher rennen. Hier. Ja. So, Segen nehmen wir mit. Dann versuche ich mal hier so entlang. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier hinten einfach direkt hinzufliegen. Obwohl, es wird jetzt hell. Stufe 11 sind hier alle. Stimmt, da war ja was. Genau. Okay, fällt mir gerade gar nicht, dass ich hier hochfindet. Okay, jetzt haben wir ihn. Nehmen wir alles mit. Und einmal im Rucksack. Was haben wir da alles? Der macht 17 Schaden.
Und der hier macht 25 Schaden, dann kann. Das ist meins. Okay, dann kann der hier weg. Der kann weg. Der kann weg. Nein, nicht. So. Was haben wir hier noch? Das kann weg. Nutzen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir nutzen keinen Mana. Das können wir noch gebrauchen. Trank der Brut. Das Miasma gewährt nicht nur den Mitgliedern der Brut, auch all jenen, die aus diesem Fläschchen trinken, Macht. Für 30 Minuten plus 20 Ausdauer. So, die sind wahrscheinlich alle Stufe 11. In dem Game geht es darum. Ein Moment. Also wir sind hier das. Autsch. Wir sind hier das sogenannte Flammenblut. Und die Welt ist hier quasi heruntergekommen. Ist das überhaupt eine gute Idee, was ich hier mache? Alter, erschreckt mich nicht. Da oben ist auch noch einer. Ja. Genau, wir sind das Flammenblut. Und wir müssen die Welt wieder aufbauen, sagen wir mal so. Nachdem es durch so ein magisches Miasma korrumpiert ist. Dieses Miasma ist dieser Nebel, durch den wir vorhin gelaufen sind. So. Oh, hier gibt es eine Truhe. Das nehmen wir mit. Yo! Yo, ich steck fest! Ich steck fest! Alter! Okay, einen Moment. Nee, so. Und so. Damit die ein bisschen schneller aufladen. Hä? Okay, Doppelsprung will nicht immer so funktionieren, wie man es möchte. Hi, Nixter. Alles klar? Mal gucken, ob ich die vielleicht von hier oben abschießen kann. Wo sind die denn? Ich fange mit dem da an. Gibt es da noch einen, der schießt? So. Und danke für den Lurk, Mister. Ach, da hinten sind die, die schießen. Und da unten. Da schieße ich die mal lieber zuerst. Autsch. Ja, sorry, Paschi. Aber das mit der Werbung ist von Twitch so. Ich habe da schon auf das Geringste gemacht, was es geht. Weniger funktioniert leider von Twitch aus nicht. Muss ich leider zugeben. Ich feiere das aber mit dem Bogen gerade.
Gibt's hier noch mehr? Ja, der soll bitte herkommen. Einen Moment, ich muss gleich Wasser holen, ja? Ich habe ja gelesen. Ich hole gleich Wasser. Wie viel gibt's denn noch von denen? Kann er mal stehen bleiben? Der hat Spaß, mich zu ärgern hier. Hab ich so ein Gefühl. Nicht genug Ausdauer. So. Müssten jetzt alle tot sein, ne? Zumindest viele. War jetzt nicht die mutigste Aktion von mir, aber die schlauste, würde ich sagen. Was ich machen konnte bei diesen Leuten da mit diesem grünen Ding jetzt hier. Das sah für mich wie Gift aus. Jetzt kommen sie alle. Jo. Sind langsam doch zu viele. Jetzt müssen noch alle tot sein, die hier unten sind. Ich erledige erstmal alle, die hier rumlaufen. Da hole ich Wasser, ja? Das heißt, ich darf jetzt nicht mal aus Versehen hier meinen Energy trinken. Den krieg ich doch so hin. Da ist noch einer. Mit einer Bombe. So, ich hoffe, das war's jetzt mit denen. Das sind echt viele gewesen hier. Und einmal gucken, ob ich hier noch irgendwie was vergessen habe zum Looten. Jemanden? Ich habe immer das Gefühl, es könnte despawnen. Hier liegt noch jemand. Was ist denn das? Kamillen! Nice! Wir haben Kamillen gefunden. Rezept freigeschaltet, Kettenheilung bei Alchemist. Ah, ich weiß nicht, ob ich das will. Also, Alchemist. Also, Alchemie ist nicht so meins. Wenn dann eher so mehr entweder Krieger oder so Dieb in die Richtung. Gehe ich gerne. Assassine, Dieb. Hier liegt noch einer.
Wie viel Platz haben wir noch? Das kann weg. Das kann weg. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Rootlingsbeine. Weg damit. Die haben wir auch eigentlich mehr als genug. So, sonst. Verbrauchsgegenstand. Schadensmultiplikator. Brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Einmal kontrollieren, ob hier wirklich alle weg sind. Hier ging es noch runter. Jo, hier ist noch einer. So. Ein Waldlangbogen haben wir jetzt. So, ich gehe davon aus, dass hier jetzt niemand ist. Dann gehe ich jetzt eben für dich, Pascal, Wasser holen. Dann bin ich sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Hier ist Wasser. So, auf dich, Pascal. So, hoppala. Falsche Taste gedrückt. Gibt es hier irgendwie noch was zu finden? Also, ich merke auch gerade, mein Stuhl hat sich jetzt irgendwie versetzt, so von der Höhe. Du stoßt mit Monster an. Dann viel Spaß damit. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Kupfer aus. Nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. All die 7,99. Der kann ja springen. No! Der kann springen. Wieso ist er so schlau und kann springen? Ich hoffe, hierfür ist er jetzt nicht schlau genug. Seit wann können die springen? Jetzt ernsthaft. Noch ein? Ich hoffe nicht. Schade, da ist nichts. Da ist aber was drinne. Noch mehr Rauchbomben. Perfekt. Haben wir ja nicht genug von.
Was mit dem da oben? So muss das. Neuer Ort kartiert. Ein Marker hinzugefügt. Was? Wo ist was kartiert? Kreissägeblätter. Die sind da oben. So. Oh, Dietrich. Perfekt. So, aber hier waren wir ja bisher noch gar... Da ist ja noch wieder... jemand. Ah, hier ist noch so ein Amboss. Oder wie Hehl sagen würde, Bügeleisen. Ich höre hier Kampfmusik. Was hat er gemacht, dass er da drin ist? Ich will ihn looten, hallo. Jetzt einfach, was hat der verbrochen, dass er da reingelandet ist? Und warum konnte er selber nicht seine Tür aufmachen? Seine Zellentür. So, gibt's hier noch was? Zumindest was zum Lesen oder so? Hier gibt's Betten. Und nochmal Metallschrott. Und eine Truhe. Ein Teerbogen. Der sieht interessant aus. Den nehmen wir mal mit. Da ist nix. Wasser. So, gibt es hier sonst noch was? Unten werden wir wahrscheinlich wieder angegriffen. Ich sag doch, wir werden da unten angegriffen. Rucksack ist voll. Okay, was haben wir, was wir nicht brauchen? Den Langbogen brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Hier haben wir Kupfererz. Was brauchen wir sonst nicht? So, das können wir hier nach unten packen. Und die können wir hier zusammenpacken. So, jetzt geht's. So, was haben wir hier drin? Nochmal Schwarzpulver. Okay, das war's dann wohl hier in dem Gebiet.
Ich finde es jetzt schade, dass ich jetzt nichts zum Lesen gefunden habe. Obwohl, vielleicht da oben. Da oben könnte vielleicht was sein. Ne, hier ist nichts. Schade eigentlich. Ja, die greifen mich jetzt an. Immer diese Bienen. Apropos, einmal nochmal unsere Sachen reparieren. Wäre vielleicht eine Idee. Und auch so noch mal voller machen. Der hat auch vier Ohren wie die Hasen. Nee, das ist so ein vier Federn hat er da. Was haben wir denn da? Grenzwache Reklam. Ich sehe da oben schon jemanden. Oh nein. Stufe 13. Yo, ist doch ein bisschen zu hart hier. Jetzt habe ich ein Problem. Oder doch nicht? Doch, der rennt mir noch immer hinterher. Hier ist ein Grabstein. Alter, wie lange will er mir noch hinterher rennen? Okay, jetzt gibt er Ruhe. Okay, Stufe 13. Schaffen wir nicht. Oder noch nicht. Wir müssen zu früh, glaube ich. Wir sind ja gerade erst Stufe 10. Vielleicht sollten wir mal... Ja genau, Stufe 10. Eine andere Quest vielleicht machen. Hier, was werden sonst in der Nähe? Die südliche Karawane. Oder wir könnten hierhin mal gehen. Obere die Wildnis zurück. So, was hat er hier? Kettenheilung. Die Kondition. Und hier Kamillensetzling. So, hier, das wollt ihr aktivieren. 600 Meter in die Richtung. Ich hoffe, dafür sind wir gut genug. Hier haben wir eine Höhle. Was gibt's denn da drin, ne? Höhlenpassage entdeckt. Und blaue Pilze. Wildschweine. So, rohes Wild. Und Leder.
Gibt's hier noch mehr? Hier gibt's Kupfer. Sieht für mich auf jeden Fall nach Kupfer aus. Alter, der hat mich jetzt erschreckt. Alter! Erschrecke ich mich hier! Wofür sind diese Pilze eigentlich gut? Und was gibt's denn da unten? So eine leuchtende Blume auf jeden Fall. So, komme ich von hier an die Blume ran? Ich komme da ran. Noch ein Pilz. Ein Giftsack. Scheiß auf die Pilze. Ich weiß nicht immer, wofür die gut sind. Minus Ausdauerpunkt und Ausdauerregeneration. Dann weg damit. Nein, jetzt nehme ich sogar wieder einen mit. Drei mit. Klettere auf die Wand im Düsterdickicht. Wird aber auch draußen wieder dunkel. Und wir haben hier eine verlassene Farm immer grün. Was haben die denn hier, die Dinger wieder, die Blumen? Jetzt kommen die auch noch und... Ja, komm! Hau die kaputt! Hau die kaputt! Alter! So. Das Umkauf ist schlimm genug. Diese Karte landet... Dieses karge Land ist jetzt von diesem Sprossen verwüstet. Sie brechen schneller durch den Boden, als ich sie abschneiden kann. Abscheuliche Dinger, die Galle und Lake spucken. Alle Felder verrotten, die Fäulnis breitet sich aus. Diese beide ist nicht mehr zu retten. Es sei alles verdammt, ich werde irgendwo anders von neuem beginnen. Gib das an Oskar weiter, diesem Dummkopf. Ich mochte ihn sowieso noch nie. Rotzgöre. Zaubererhut. Wir haben jetzt einen Zaubererhut. Kann man hier irgendwo pennen, bis es hell ist? Ja, jetzt ist es eh erstmal dunkel. So, Bandage. Apropos Bandage. Ich benutze mal einen. Das wäre nur halt schön gewesen, wenn ich hier doch ein Bett gewesen wäre, das wir benutzen könnten. Ah, jetzt sind wir stark genug für die. Stimmt, Stufe 11. Komme ich an den da ran? Hier müsste auch noch einer sein.
jetzt treffe ich den. Autsch. Ich zünde die mal nicht. Aber wenn das hier dann eine Farm ist, dann müsste es hier doch Haselnüsse. Rucksack voll. Ich kann nur 20 Haselnüsse mitnehmen. Warte mal, wenn wir jetzt kurz hier hingehen. 15, 15. Der ist sogar besser von den Werten. Dann zieh ich den halt an. So, was haben wir, was wir nicht brauchen? Beziehungsweise... Ich kann keine Holzpfeile machen, weil ich nicht genug Äste habe. Knochen brauchen wir nicht. Gerade. Die Dinger brauchen wir nicht. Die packen wir hier zu. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Bitte gibt es hier irgendwo eine Schlafmöglichkeit. So, wir bleiben auf dem Weg, auf der Straße, weil daran versuche ich mich jetzt zu orientieren in der Nacht, im Dunkeln. Jo, einen Moment. Einmal ganz kurz. Jo, ich soll aufhören, hier zu gucken. Wie viel Schaden machen die? Ein bisschen übertrieben, finde ich. Was ist denn das denn? Fetzen? Was sind... Ach, Fledermäuse! Ich wollte schon sagen, was war das denn? Was haben wir hier? Kamille. Ich glaube, die lasse ich doch mal erstmal kurz in Ruhe. Da greift sich irgendwas gegenseitig an. Oh, ich laufe in die falsche Richtung, ne?
Die Richtung wollte ich. Verdammt, ich war schon in der Regierung gelaufen. So, und die schon wieder? Die sind aber auch verdammt heftig stark, finde ich. Zumindest dessen Waffen. Ist wieder ein Rudel von denen. Ich muss irgendwie da rüber. Oder an denen einfach vorbei. Wohl, im Dunkeln bleibe ich erstmal auf dem Weg, auf den Straßen. Renn an denen vorbei. Und dann hier entlang. Die gehen doch von der Krieg. Dem war ich irgendwie egal. So, was hat der jetzt wieder gehabt? So, der macht 26 Schaden. Und den kann ich nur... Egal, den will ich nicht. Das ist nicht die Art Waffe, die mir gefällt. Wo kommen die Stufe 13 Gegner her? Wo kommst du denn her? Okay, hier ist das noch blau, aber das ist ein Fluss unten. Das ist, so wie ich das verstanden habe bis jetzt, das waren mal Flüsse und durch das Miasma wurde das zu so einer Art... Hoppala. Frag mich, wohin ich gezielt habe. Davon gibt es noch einen. Hätte vielleicht vorher da drauf schießen sollen, ne? Der ist runtergeflogen. Hier bin ich im Miasma? Oder hat das damit zu tun? Okay, hier bin ich auch im Miasma. Steckt das Miasma? Geht das höher? So, okay, das war's. Jo, das läuft aber krass blau. Will da jetzt einmal ganz kurz rein und gucken, was da gibt's. Giftspinnen.
Dann dort oben. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir lang und wie kommen wir da hoch? Ah, es wird hell. Erdbeeren, nein, ich kann die nicht mitnehmen. Was habe ich, was ich hier nicht brauche? Die kann ich hier hin sortieren. So, die brauche ich nicht. Die brauche ich. Komm, die brauche ich jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Salz. Ein Feuerstein. Machen wir ein bisschen Platz. Stein können wir auch anderswo herkriegen. Wohl der ist am besten bis jetzt. Der wird. Aber der sieht besser aus. Aber der hat mehr Boni gerade. Würde ich den auch weg zerlegen. Auch wenn er besser aussieht. Auf Stufe 13 wieder. Okay, der ist verbuggt. Der ist verbuggt gewesen. So, Stufe 13 Miasma Gebiet. Die Dinger sehen auch richtig süß aus, finde ich. Düsterdickicht, warte. Da sind wir schon. Ich hoffe, da kann ich irgendwo kurz reparieren. Ich müsste aber auch mal meine Sachen hier einlagern. Apropos, wir haben ja neue Fähigkeiten, ne? 2 Punkte haben wir wieder. Rolling, jeglicher Nahkampfwuchtschaden wird um zusätzlich 10% erhöht. Stichschaden hier dasselbe und hier Schnittschaden. Hier wieder Schnittschaden. Nochmal, also hier nochmal um 20%. Und dann hier bei Angriff mit einer Nahkampfwaffe erhöht sich deine kritische Trefferschutz um 10%. So, dickköpfig, Betäubungsleiste eines Gegners wird um zusätzlich 20% erhöht, wenn du mit einem Nahkampfwaffe in dessen Block schlägst. Was macht das? Schwere Spezialisierung ermöglicht es dir, schneller mit zweihändigen Hämmern zu kommen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. So, was gibt's hier noch? Was ist das hier? Ausweichangriff. Lass mal darauf sparen. Nochmal irgendwie 2 Punkte irgendwoher bekommen.
So. Hier geht's nochmal hin. Lauf mal hinterher. Ich sehe gerade gar nichts. Gibt's hier noch irgendwie was? Okay, hier sehe ich jetzt. Hierfür brauchen wir die Dings da, okay. Okay, hier müssen wir lang. Okay, in der Mitte. Schade. Ich hatte gehofft, hier gäbe es noch was. Ja, mein Knopf. Gibt es hier noch was? Leider auch nicht. Okay, hier sind drei Wege. Vier müssen wir diesmal finden. Okay, fangen wir hier an. Hier geht es auch nochmal in zwei Richtungen. Okay, den ersten haben wir. Okay, das wäre. Wir werden so oder so dann wahrscheinlich auch hier hinkommen. Wofür das hin? Nein, nicht runterklettern. Ich will oben bleiben. So. Ah, ich sehe da was. Ältesten Magierstab. Und noch ein Teerbogen. So. Wir haben schon wieder 300 von diesen Münzen. Ich glaube, mehr gab es hier jetzt auch nicht, oder? Hier vielleicht? Hier haben wir noch einen. Und hier. Direkt zwei hintereinander. Jetzt da noch irgendwie weiter. Oh. Jo, wie konnte ich den übersehen? Gut, dann ab nach oben.
Das war jetzt ein bisschen doof. Okay, hier werden zwei gebraucht. Hä? Muss ich so dahin schießen, oder? Ja, dann halt so. Nice. Nehmen wir mit. Gibt's auch noch so eine Truhe? Ist das eine neue Melodie gerade im Hintergrund? Hier haben wir noch eine. Unglückskopf. 43 Schaden. Aber das ist wahrscheinlich eine Dingswaffe. Ich gucke mal. Ja, ist ein Zweihänder. Schade drum. Wenn es ein Einhänder gewesen wäre. Oh. Da ging ja schnell. Dickicht, warte, Schnellreise. Haben wir jetzt freigeschaltet. Ah, nice. Dann können wir hier mal hier hoch. Ich trinke eben noch mal einen Schluck. So. Max 200%. Die Flamme. Das Unterholz. Das Unterholz ist. Das Unterholz des Düsterdickichts verbirgt den Wahnsinn. Die Wiege des Elixiers, die Wurzel der Fäulnis, die Saat des Irrsinns. Ein Labyrinth aus Krankheiten und Chaos, eingebettet in das Herz der Wildnis. 10 Marker hinzugefügt. Was wird 10 Marker jetzt schon wieder? Der ist jetzt da. Hier. Hier ist noch so eine Miasma-Wurzel, okay. Wo ist noch eins? Hat er nicht gesagt, 10 wurden hier markiert? 10 neue Marker? Komm, wir reisen mal wieder zurück nach Hause. Nach Hause Stufe 2 ist aber erst. Apropos, Stärke der Flamme. Schleim fehlt mir, Myzel, Funken, Indigo-Pflanze, Bernstein, Kupfererz, Brut, Irrlichtkopf. Also Stufe. Alter, aufhören. Erstmal Seelen. Wie viele Seelen haben wir gerade? Wir
Wir haben nur zwei, aber... So, erstmal so oder so alles sortieren. Ich brauche mehr Kisten. Ah, hier. Wir haben doch noch eine. Okay. So, dann kann das rüber, das rüber, das und das. So wie die beiden. Und einmal nochmal hier reparieren. So. Und was wollte er jetzt? Ich habe eins in Leuchtenstein gelebt, wie so viele andere. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, dort geht etwas Schreckliches vor sich. Seltsame Träume von der Burg. Hast du schon von Erlands, ihr Lichtern, gehört? Das sind tanzende Lichter im Meer. Gute Omen, aber nur ein Trick des Lichts, dachte ich. Bis meine Tochter sie sah. Diese seltsame Schimmern im Wasser. Sie bewegen sich, schleichend. Jetzt sehe ich das gleiche Leuchten, während ich schlummere, vom Schloss aus. Er sucht mich heim. Es ist kein Trick, es lebt. Bist du bereit, das zu ändern, Jungspund? Schmelztiegel wird zur Herstellung genug. Für meine beste Arbeit brauche ich wirklich eine Schmelze, aber um eine Schmelze herzustellen, wird ein Schmelztiegel benötigt. Ich hatte mal einen. Ich wette, die Plünderer haben ihn. Er ist wahrscheinlich in ihrer Mine ganz im Norden des Düsterdickichts. Is that it? Oh, neue Rüstung können wir machen. Bei ihm. Hier, Schilde. Der sieht nice aus. Leinen, Kohle, Metallplatten. Wo kriegen wir Leinen her? Hüterset. Oh, dafür brauchen wir Kupferbarren. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung ich gehe. Abenteurer-Set. Ich glaube, ich würde diese, das hier machen wollen. Break a leg. Oh, several. So. Was gibt's denn hier noch? Hier, da ist was Neues. Refugium der Flamme. Erreiche die Hauptstadt Leuchtenstein. Ah, okay. Was haben wir hier? Schmelztiegel. Okay, die Quests werden nicht weniger. So, aber... Ich frage mich aber, in welche Richtung man sich hier zuerst rüberquesten muss und so. Da findet man alles irgendwie nach der Zeit raus, glaube ich. Man muss ja aber auch aktiv hier die Basis hier aufrüsten. Ich würde aber auch mal schauen, dass ich die Tage, also noch einen Ort finde, wo wir eine neue Basis hin platzieren. Dass wir das hier dann nicht mehr hier... Also, den werden wir zwar trotzdem hier haben, aber dass wir dann nicht mehr hauptsächlich hier wohnen, dass wir die dann umziehen und so. Dass wir irgendwo anders dann wohnen. Aber ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen.